Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist CCD und willkommen. Hallo Leute, wo guckt ihr denn hin? Hier unten bin ich. Hier, hallo. Hi. Ich habe heute einen ganz besonderen Special-Hintergrund am Start, Leute. Das sieht richtig lustig aus mit meinem LED hier hinten. Das ist eine richtige Party, Leute. Denn heute gibt's die Gewinnspielauflösung zu meinem Gewinnspiel halt. Also heute nicht wie gewohnt auf diesem Kanal in meinem Vlog-Style aus der Kamera, sondern wir sind direkt hier am Rechner. Da hat man ein bisschen besser Ton, dann kann ich ein bisschen besser hier meinen Bildschirm aufzeichnen und wir können gemeinsam halt den Gewinner ermitteln. Eigentlich wollte ich in meinem Aufnahmeprogramm das so einstellen, dass ich mehrere Ebenen habe und mich jetzt quasi auf Vollbild machen kann in einer guten Qualität, aber irgendwie kommt das irgendwie nicht alles hier so richtig auf sein Leben klar. Aber dafür haben wir heute einen schönen Hintergrund. Im Hintergrund seht ihr eigentlich gerade nur, dass Video, in dem es um das Gewinnspiel ging. Das mache ich gerade mal klein, denn wir sind hier gerade auf meinem Desktop und ich habe hier eine Seite, mit der wir alle Kommentare laden können. Und das lasse ich jetzt im Hintergrund einfach mal laden. Die werden jetzt alle da durchgehen. Es waren einfach 48.288 Kommentare dabei und da werden wir gleich die Gewinner ermitteln für die Lemetric, das Longboard und das Let's Play mit mir. Aber wir sind gerade mal bei 1400 Kommentaren, das heißt, wir können auf jeden Fall jetzt noch mal ein ganzes Weilchen warten, bis das Ding jetzt erstmal durch ist. Während im Hintergrund gerade fleißig die Kommentare da durchrattern, ich lasse einfach mal durchrattern, das dauert ja sowieso noch Jahre, wollte ich gerade nochmal sagen, dass ich glaube ich das nächste Gewinnspiel ein bisschen anders machen würde, dass ich glaube ich da nochmal in die Beschreibung schreiben würde, wie genau denn was gemacht werden muss, weil ich habe unter alle meine Videos irgendwie jedes Mal irgendwie einen Kommentar, Hashtag Longboard, Hashtag Lemetric, Hashtag Let's Play gehabt, ob es jetzt auf meinem Gaming-Kanal war oder hier auf meinem Vlog-Kanal, immer war irgendwo alles zugeballert und Leute haben das auch manchmal falsch geschrieben und so weiter, das heißt, ich nehme jetzt mal die Schreibweise, wie ich es eigentlich für mich gedacht hatte, bei Lemetric ist es kein Problem, da kann man googeln, wie das heißt. Bei Let's Play nehme ich den ohne das Apostroph bei Let's, weil das einfach dann kein Hashtag mehr ist. Ich habe ja extra gesagt Hashtag und wenn man aber einen Hashtag mit dem Apostroph eingibt, ist es kein vollwertiger Hashtag mehr, auf den man draufklicken kann. Ja, und bei Longboard gab es eigentlich gar nicht so viel falsch zu verstehen, aber es haben trotzdem sehr, sehr viele Longboard falsch geschrieben. Das tut mir leid, Leute, aber ihr müsst dann echt, ihr könnt mittlerweile echt googeln und einfach gucken, wie es geschrieben wird, ne? Okay Leute, also ich habe jetzt schon extrem lange gewartet und ich weiß nicht genau, was der da gerade im Hintergrund die ganze Zeit noch macht, weil oben steht eigentlich, dass er 48.288 Kommentare lädt, er ist jetzt unten aber irgendwie bei gerade 52.000. Okay, jetzt ist er durch. Was er genau da gemacht hat, weiß ich tatsächlich nicht. Was ich noch dazu sagen kann, ist auf jeden Fall, dass glaube ich die meisten Leute Hashtag Longboard in die Kommentare geschrieben haben. Also ich glaube, die meisten wollten das Longboard haben. Bei dem Let's Play kann ich das beispielsweise nachvollziehen, weil da muss man ja, wenn man ein Let's Play mit mir machen möchte, muss man ja auch reden und das ist vielleicht vielen unangenehm oder man braucht überhaupt erstmal das Equipment, um an so einem Let's Play eigentlich teilzunehmen. Deswegen habe ich damit schon gerechnet. Ansonsten würde ich aber sagen, fangen wir mit der Lemetric an. Gerade nochmal an den Teilnahmebedingungen oder was wichtig war. Die Voraussetzung war einmal, dass ihr diesen Kanal hier abonniert habt und dass ihr meinen Gaming-Kanal abonniert habt. Und nur einen Hashtag in die Kommentare geschrieben habt. Also jetzt nicht irgendwie Hashtag Let's Play, Hashtag Longboard und Hashtag Lemetric, damit eure Wahrscheinlichkeit größer ist zu gewinnen, sondern ihr musstet euch für eine Sache entscheiden. Das heißt, das werde ich jetzt quasi in diesem Video auch herausfinden, ob ihr das dann tatsächlich auch gemacht habt. Die Seite sieht übrigens ein bisschen weiblich aus, ne? Also das kann man natürlich nicht sagen, aber es hat so die typischen weiblichen Merkmale. Also ich meine, es ist sogar eine Frau drauf, es ist so ein bisschen violett-pink und es sind sehr viele geschwungene kleine, was sind das, Haare? Ich habe keine Ahnung. Ich kann jetzt hier, glaube ich, keinen Hashtag eingeben oder so. Hier kann ich einfach randomly pick winner machen oder pick the most liked recent comment. Aber das wollen wir natürlich nicht, sondern wir wollen komplett random entscheiden und wir schauen jetzt mal, wer der erste Gewinner ist. Okay, dann können wir gar nicht mit der Lemetric anfangen, sondern jetzt ist einfach random. Derjenige, der jetzt einen bestimmten Hashtag in die Kommentare geschrieben hat, der gewinnt auch dieses Ding, wenn er natürlich alle Kriterien erfüllt. Und wir klicken jetzt auf Randomly Pick Winner. Und der hoffentlich richtige Gewinner, der auch dann hoffentlich alles richtig gemacht hat, ist Judith B. Und sie schreibt Hashtag Longboard. Ich hab's gesagt, Leute. Das ist auf jeden Fall jemand, der auch Hashtag Longboard in die Kommentare geschrieben hat. Und wir gucken gerade mal bei den Abos. Izzy East ist auf jeden Fall abonniert. Izzy ist auch abonniert. Und es ist nur ein Comment, das sehen wir hier oben. Hat keine Likes, aber das ist gar kein Problem. Judith P., du wirst von mir kontaktiert und hast dieses Longboard hier gewonnen, was noch nicht komplett ist. Wie du siehst, hier fehlen noch Achsen und Reifen. Die werde ich noch, hoffentlich werde ich es schaffen, diese Woche noch den Vlog fertig zu machen, wo wir noch die Achsen und die Reifen kaufen werden. Das heißt, du bekommst dein Paketchen vielleicht ein ganz kleines bisschen später. Ich hoffe, du verzeihst mir das. Es war sehr viel los in den letzten Tagen. Aber dafür werde ich es persönlich für dich auch zusammenbauen, ja? Das ist hier schon mal das Deck. Herzlichen Glückwunsch, Judith. Ich freue mich für dich. Ist ein sehr, sehr geiles Longboard. Ich fahre das schon, seit ich Longboard fahre. Und ich finde es immer noch sehr, sehr geil. Ist ein bisschen groß, das muss man dazu sagen. Aber ansonsten... So Leute, schauen wir mal nach dem zweiten Gewinner. Jetzt ist noch das Let's Play offen und es ist noch die Lemetric offen. Ich hoffe, es kommt jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie Hashtag Longboard oder so, denn das ist tatsächlich jetzt weg. Wir checken es mal und klicken auf Randomly Pick a Winner.
Dominik Buschmaß. Dominik Buschmaß, du hast das Let's Play gewonnen. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall an dich. Mir fällt gerade auf, jetzt wo wir das sowieso so auflösen, ist es eigentlich sogar egal, ob jemand Let's Play falsch geschrieben hat, also mit Apostroph oder so, weil ich ja nicht nach einem bestimmten Hashtag suche, sondern nach einem bestimmten Kommentar, und wenn das da jetzt jemand falsch geschrieben hat, wäre das nicht so wichtig. Aber Dominik Buschmaß hat auf jeden Fall das Let's Play genommen, genommen und gewonnen tatsächlich. Ich bin mal gespannt, was das wird. Ich weiß noch nicht genau, was wir da aufnehmen werden. Wenn du magst, kannst du dir vielleicht sogar auch was aussuchen oder so. Ich werde mich auf jeden Fall mit dir in Kontakt setzen, beziehungsweise mit dir in Kontakt treten, und dann kannst du, oder können wir irgendwie mal gemeinsam auf mein TS gehen. Übrigens für alle Leute, izzy.gportal.de ist meine TS-IP. Also wenn ihr Bock habt, einfach mal mit allen anderen hier aus den Kommentaren oder hier aus dem Channel oder auch ab und zu mal vielleicht mit mir. In letzter Zeit komme ich ehrlich gesagt schon etwas länger nicht mehr dazu, jetzt irgendwie random mit allen Leuten zu sprechen. Aber könnt ihr gerne mal vorbeikommen. Dominik, du natürlich auch. Ich hoffe, du hast auch ein TS, also irgendwie ein Mikrofon, das wir dann gemeinsam aufnehmen können. Ein Spiel deiner Wahl. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall an dich. Und jetzt gibt es nur noch eine Sache, und zwar ist es hier diese Lemetric. Die ist noch offen. Jetzt bin ich mal gespannt, wer die Lemetric gewinnt und vor allen Dingen, wann wir die erste Person finden, die auch Hashtag Lemetric in die Kommentare geschrieben hat. Wäre natürlich krass, wenn die jetzt direkt kommen würde. Da ist er. Domiso hat geschrieben, Hashtag Lemetric, einen Kommentar geschrieben. Das passt alles. Wenn er jetzt noch natürlich diesen Kanal hier und den Gaming-Kanal abonniert hat, und da sehe ich schon, Izzy Ease ist auf jeden Fall schon mal abonniert, und da ist auch der Izzy-Kanal abonniert. Perfekt. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Lemetric. Das heißt, du kannst jetzt auch immer tracken, wie viele Abonnenten du auf Twitter, auf YouTube, auf Instagram, wie auch immer hast. An alle, die jetzt leider nicht gewonnen haben, tut mir sehr, sehr leid. Vielleicht gewinnt ihr ein anderes Mal. Ich bin auch jemand, der bei Gewinnspielen immer sehr viel Pech hat, Leute. Ansonsten würde ich sagen, war das sehr schön hier mit unserer wunderbaren Hintergrundbeleuchtung. Vielleicht kriegen wir das ja irgendwann nochmal hin in einem anderen Vlog, dass wir so einen kleinen Controller machen, wo wir dann live quasi das Ganze steuern können. Dann können wir echt das Ganze so anpassen, auch vielleicht in Livestreams. Checkt auf jeden Fall meinen Izzy Ease Gaming-Kanal aus. Da kann es nämlich gerade gut sein, dass ich gerade livestreame. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da vorbeischaut und natürlich den Kanal abonniert. Herzlichen Glückwunsch an alle, die gewonnen haben. Ich hoffe, ich krieg's auf die Reihe, jeden Einzelnen nochmal zu finden, weil ich glaube, zwei von den Kanälen muss ich jetzt gerade nochmal neu suchen, und das bei 48.000 Kommentaren. Ach du Gott, oh Gott. 48.000 Kommentaren wird, glaube ich, nicht ganz so einfach. Aber das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr den Daumen nach oben drückt. Ihr vielleicht dann die Tage nochmal vorbeischaut bei einem Vlog oder so. Vielleicht morgen oder so oder übermorgen, wie ihr wollt, Leute. Ansonsten, wie gesagt, bei Izzy Ease, Leute, bis dann, macht's gut und tschüss.